Naja, vielleicht später. Ah, hacken. Ja, hack du mal, ich füll mal wieder meine Munition auf. Okay. Ich bin ja nicht so gut im Zielen wie du. Ah. Das ist eine Tür. Zum Hacken der Tür, die raus wird. Munition! Fülle mich auf, please. Ja, die anderen brauchen auch dringend Munition. Vor allem Carter. Ne, bestimmt die Ratte, wenn ich die töten kann. Bisschen warm, was? Ich bin halt vorher im Garage. Die Steuerung ist halt so. Schwammig. Ja. Synergie und Heilung. So, Leute, bist du dann mit aufladen? Ne, brauchst du auch ein bisschen. Okay, alle haben voll Lebenskraft. Follow me. So, folgt uns, Leute. Bitte nicht wieder Kreise machen, wo ihr uns durchfolgt. Bitte nicht durchs Feuer laufen. Sie sehen so aus, als wären da Cornflakes drin. Cornflakes? Na, hier in den Zwingern. Ach so. Fressnäpfe, der Inhalt. Ja. Da, so. Cornflakes. Ist offen, dann... Ja, nicht mehr. Aus neuen Bereichen mein Spiel ein bisschen lenken muss. Nervig. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite der zerstörten Brücke. Weil eine... Da wird es schaffendlich wurde. Oh. Eine E-Mail haben wir erhalten! Ja, die Brücke ist defekt. Die Brücke ist defekt, man... Ja, die Brücke ist defekt. Flycam? Object is collect flycam from service lift. Ja, das ist die zweite Drohne. Der hat keine Waffen, aber ist keine Fliegen. Flycam. Die erklärt uns bestimmt, wie die Flycam funktioniert. From Control, Subject Flycam. I'm sending down a new hardware, a Flycam. It's been delivered via a UPA service lift. I've marked its location on your scanners. You will find it useful for checking out areas that are difficult to reach. Plus, remember, it can also activate simple devices. Genau. Hm? Wie zum Beispiel mein Spiel auf. Das ist eine Lifte. Das ist eigentlich kein simpler Device, sondern Chirurgorad-Segen. Mhm. Das ist aber. Vielleicht öffnet sich jetzt der Käfig. Na, jetzt wird es zurücklaufen müssen. Ach, dass wir den irgendwo anders mit der Flycam öffnen müssen. Mhm. Bei der Brücke ist defekt und der Schalter auf unserer Seite ist kaputt. Lässt sich nicht reparieren. Aber vielleicht ist der Schalter auf der anderen Seite der Brücke aktiv. Und den können wir mit der Flycam aktivieren. I believe I can fly. Dann gib mir mal die Fliege. Collect. Yep. Atsch. Ah ja, hey Leute, wir sind auf der anderen Seite. Jetzt da gehen wir mal. Und wieder zurück. Man ist hin und her. Okay, lass mal zurücklaufen. Ich wollte eigentlich hier schon die Flycam rausschmeißen. Was soll ich machen, aber dann müssen wir trotzdem wieder zurück. Mal schauen, ob die Tür, also die Käfig sich öffnet, da wir die Flycam eingesammelt haben. Immer noch nicht! Ach, jetzt! Ja, worüber ich da hochgelaufen bin. So. Wo ich da hochgeklettert bin, hat sich das geöffnet. Ernsthaft? Trigger. Man muss da also echt gegenlaufen. Trigger sind echt komisch gebaut hier. Also eingebaut.
Das ist aber nicht sicherheitsmäßig genug. Ja, genau. So. Flycam. Genau. Also, Maus belegt steuern. Sehr gut, um seinen Bereich zu erkunden. Aber ich glaube, es hat eine begrenzte Aktivitätszeit. Also begrenzte Batterien. Nicht so wie der Rover. Die sinkt auch sehr schnell. Ja, das ist nicht wie der Rover. Der ist ja permanent, aber die Flycam ist nur begrenzte Zeit aktiv. Ja, oh, da drüber. Dann haben wir auch noch Zeitdruck. Oh. Hm. Dabei kann ich unter Druck überhaupt nicht arbeiten. Hm. Fühle ich mich immer so gestresst, wenn ich nervös fange, meine Hände an zu zittern. Oh je. Ah. Checkpoint. Sehr schön. Besonders wenn man gewisse Errungenschaften in CWSM 3 versucht. Das sind ja alle Wissenschaftler. Aber es ist machbar! Periodentablett. Also ich ziehe meine Aussage vom LP zurück. Dass die Entwickler einen Knall haben. Aber auch nur, weil ich Speedrun-Strategien benutze, um schnell zum Endboss zu kommen. Nee, ist nicht zum Sammeln da. Oh, neue Wissenschaftler zum Reden. Was zur Hölle? Ich glaube, der ist gerade innerlich gestorben. Also hat Schmerzen. Okay. Ja, jetzt kann ich dir mal den Reparatur im Spiel zeigen. Ticken nervt. Ach, Damage. Dort pariert. Tut in meinen Ohren weh. Okay, dann. Achso. Knopf aktivieren. Das ist durch. Cutter! Ah, der ist in der Abhol. Hier ist das Taxi für die Wissenschaftler. Taxi! Ja, UBA-Flieger. Okay, erster Objective erreicht. Wissenschaftler sind gerettet. Hier zumindest. Ah ja, siehst du? The situation is under control. There is no danger. Ernsthaft? Stay calm. Wir stehen es denn? Wenn du siehst, hinter dem Feuer, das ist der Bereich, wo die ersten Hunde waren, die wir getötet haben. Wo wir jetzt unter dem Wächter durchgehen mussten. Ja. Interessant, dass man das letzte Level von hier aus erkennen kann. Also der Bereich davon. Oh, bist du schon getötet? Ja. Da ist Gas verteilt. Das heißt, du musst durch. Okay. Ah, nee. Gut. Und? Das muss dann irgendwas reparieren, aber erstmal muss ich da das Gas abstellen. Halte mal, muss gedrückt halten, damit ich durchrennen kann. Ja. Ja. Muss Knöpfe gedrückt halten. Diese Charaktere müssen schnell durchlaufen. Ich glaube, das war der einzige Bereich, wo man nicht das abstellen kann. Da müssen die Charaktere die Knöpfe gedrückt halten, damit die anderen durchlaufen können. Ne, da musste jetzt Andrea abwechseln. Andrea war die 4? Nein, nein. Drei? Oder? Ich meinte. Oh. Neben dem der Tür ist ein weiterer Knopf. Mit Ember musst du durch. Zwischen den Türen da hinten ist ein Knopf. Musst du gedrückt halten, damit die anderen durchlaufen können. Gut. Naja, wenn man Charakter wechselt, wenn man die Schalter gedrückt halten, werden die permanent gedrückt gehalten. Das heißt, die Charaktere lassen die nicht los, wenn man die wieder wechselt.
Schnell durchlaufen. So, jetzt nee, die Situation ist nicht unter Kontrolle. So, jetzt kannst du wieder rein. Das ist nicht unter Kontrolle. Das war der einzige Hazard-Bereich, wo man nichts, das Gas nicht abstellen kann. Das heißt, man muss schnell da durchlaufen, wenn die. Wow. Wenn die Charaktere die Knöpfe gedrückt halten, muss man schnell durchlaufen. Ja, ist auch schon wieder alles angestürzt. Moment, wurde hier der Weg freigesprengt. Wir haben ganz viel Feuer. Hm. Jetzt ich wieder auch wieder hier Sachen abstellen, ne? Nein, aber wir müssen den Rover wieder nutzen. Der Rover, der Black Rover. Genau. Ist er hier? Und Peter ist abgesenkt. Können wir mit dem Rover durch? Eiskalt ignoriert. Hm. So, Mr. Rover. Ja, das ist ein Rate, den du mit dem Mini-Laser töten kannst. Solange es nur Ratten sind und keine Spinne. So gibt es keine Spinnen in diesem Spiel. Hallo, Mr. Ratte, ich sehe dich. Tschüss, Mr. Ratte. Genau, jetzt muss ich den Weg fortführen, also fortfahren. Er muss vorsichtig sein, da sind zwei Räder. Schnell, wo die uns schnell durchfahren mussten, in die Lücken. Was sind da? Zwei? Zwei Zahnräder. Zahnräder. Muss in den Lücken durchschlüpfen. Okay, Feuer ist schon mal nicht gut. Black Rover! Ja, nur Amber kann Feuer widerstehen. Alle anderen nicht. Ja, Black Rover ist eigentlich auch ein Roboter, aber ich. Muss so mit Zahnräder sein. Muss immer gut da geradeaus durchschauen. Hier ist nur Feuer in dem Gang. Gibt es noch einen zweiten Gang? Oder vielleicht. Oh ne, ich glaube. Musst du jetzt das Feuer abstellen, dann kann man mit dem Rover durch. Ich glaube, ich hatte die Reihenfolge falsch im Kopf. Ja, ich glaube, man muss zuerst das Feuer abstellen, dann. Dann nehme ich den Sicherheitsschalter für die Tür, die dann zum Kontrollraum führt. Das man mit dem Rover aktivieren muss. Aber ich glaube, man muss jetzt mal das Feuer abstellen und danach da runterfahren. Also kann ich eigentlich den Rover hier unten stehen lassen. Ja, genau. Schön einparken. Also, wenn ich den stehen lasse, dann können wir doch ihn nicht mehr einsetzen. Verwirrt. Doch. Irgendwo muss ein Hebel sein oder so. Versuchen wir das Gebiet. Ich folge mit der. Das war der erste Gedanke doch richtig. Ich hab den Ventil gesehen. Ach so, ja, ich hatte Erinnerung, dass man da runterfahren muss, um Feuer abzustellen. Das ist komplett und falsch. Erinnerung gehabt. Achso, jetzt ist der Weg frei für den Rover. Und hier ist eine Flycam auch. Ja, das bin ich, Untersucher. Schau nur, was du machst. Okay. Spioniere dich aus. Oh weh, Rappi hat nur einen Spider. Nein. Ein Spycam. Okay, muss er ja, dann muss er früher abstellen, damit er mit dem Rover durch kann. Kann ich mir daran vorbei, um zu sehen? Ja, ich kann dann vorher vorbei. Hier haben wir eine Schraube unter so einem. Ich hätte ganz mit einem Laser zu spüren. So. Genau. So, ah, das war nicht Sunny, das war diese komische Ding da. Pumpe. Soll jetzt doch sicherlich auch drunter herfahren. Hm. Ist das Ende des Ganges? Das kann ich durchs Gitter sehen.
Gut. Ja, meine, das ist sicher jetzt Vanille. Feuer frei! Oh. Und weg mit dir! Gut. Ist irgendwas? Nein. Ja, die Tür ist jetzt offen. Black Rover. Ja, die Tür hier oben ist jetzt offen. Jetzt ist Andres Job. Andre! Oh, wir müssen jetzt die Tür hacken. Ja, Minok muss noch ran. Ich kann mit Garda, du kannst Minoko steuern. Wie sollen die eigentlich da durch? Hier ist überall Feuer. Ich bin mir an D durchgegangen. Muss außen rum ins Feuer. Ich zeige dir den Weg. Hier aufs Ohr klettern. Ja. Checken. Hast du nicht gesehen, wie ich da außen rumgegangen bin? Nein, ich habe unten gerade den Rover gesteuert. Sorry. Also. Naja, ich bin ja irgendwie durchs Feuer gekommen, dass ich dich untersuche, also sehen kann. Gut, jetzt halt alle. Ich bin da immer gerade drüber. Kannst du ja Hacker-Man spielen. Hacker-Man. Leider keine Ladestation hier. Downloading. Ach, diesmal keine Kamera, sondern nur Hacking. Override. Ja, aber ich kenne die Puzzles in den ersten 3-4 Levels auswendig, den Rest. Habe ich nicht mehr so gute Erinnerung. Activate. Tür geöffnet. Dann bringen wir das mal. 4 Damage-Punkte. Wird repariert. Der Name ist aus, yay. Oh, endlich. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Aber das Feuer ist immer noch aktiv. Warum kannst du versuchen auszupinkeln? Wir haben zu viel. Ich weiß nicht, ob wir Wasser getrunken haben. Oh! Unter dir. Warum wurde ich jetzt auf Kata gewechselt? Ich hab X gedrückt, Amber. Follow me. Keine Ahnung. Du hast bestimmt was ähnliches da auf ihn geklickt, als so vorher was. Hab ich ja vorhin auch gerade eben mit Minoko gemacht. Yep, war schon. Ja, sein ist blockiert. Moment. Argert. Oh. Ich hoffe, da war keiner drinne. Wenn ja, ist er tot jetzt. Wenn einer drin war, I'm sorry. I'm sorry, but not sorry. Ja, es ist gefascht. Vorsicht drunter. Warum kriege ich jetzt Flashbacks an dieses eine Tomb Raider 3 Level, wo man in London ist, in der verlassenen U-Bahn-Station und vor dem Bohrer hochklettern muss? Hm. Sieh es. Besser nicht aufstehen. So. Jetzt rein in den Fahrstuhl. Gucken, weil ich zu groß bin. Da unten ist Flammen. Da unten ist Flammenmeer. Hier brauchen wir Kater. Follow me. Gott, ist das ein nerviges Geräusch von denen. Hm. André, geht auch richtig über die Balken. Haben wir keine Lust. Okay, ist so eigentlich gut, wenn die einem folgt, aber manchmal braucht die ein bisschen Zeit, um nicht zu kommen. Oh, eine Ratte schon mal weg. Gut. Ja. Gut. Sicherheitsstation mit jede Menge Energiezellen. Verlierst du in dem Energie? Ja, die. Verdammte Hackerratte! Die greift mich durch die Wand an! So, jetzt noch ein Dreh. Aufladen. Das ist die verdammte Hackerratte! Naja, ich bin von der anderen Seite. Warum schießt der immer noch?
Ich glaube, das ist verbuggt. Ich kann mich nicht rechargen. Weil du ganz am Dauerfeuern bist. Ich bin bei der Heilstation. Du bist am Dauerfeuer-Modus. Da wechselt mein Charakter, vielleicht geht der Bug weg. Ja? Bei mir bist du ganz. Bei mir bist du ganz. Ich hab den Loco-Grad gewechselt, aber ich schreie immer noch irgendwie Ember. Oh je. Was? Kannst du vielleicht in den Quatschenschlag runterfallen und sterben? Vielleicht fixst du es in den Bug. Nicht mehr irgendwie zurückwechseln. Geh mal mit Ember hier zu Fahrstühlen. Zu Fahrstuhlschächten. Ich kann irgendwie nicht mehr auf Ember wechseln. Was? Ernsthaft? Auch scheiße. Ich hab zwar immer noch das Overlay von Ember, aber ich kann nur zwischen Andre und Noko wechseln, aber ich steuere die nicht. Oh Gott. Verbuggt. Das ist schlecht, weil du brauchst eine Ember für einen. Ja, mach weiter. Bei Seitensprüngen, genau. Noch weiter, weiter. Noch ein. Genau, in die Seite, in den Schacht rein. Versuch mal in den Schacht reinzurollen. Andere Seite. Nach rechts, nach rechts. Noch einmal rechts. Noch einmal rechts. Ich sehe halt nicht, was ich tue mit Amber. Ich befehle dir. Vom Charakter her bin ich bei Minoko. Okay, jetzt ist es im Feuer gelandet. Immer noch bei Minoko. Hä? Ach nö, es ist immer noch am Schießen. Oh nein! Soll ich gerade speichern? Ja. Oh Mann. Ich muss dafür erst mal das Spiel beenden. Also ist ja jetzt sowieso gerade hier ein Checkpoint, ne? Ja. Und der Bug wird nicht gespeichert. Wir machen einen neuen Speicherplatz. So kann man am Anfang des Levels an einen drauf. Am Anfang des Levels haben wir einen Speicherpunkt. Naja, was Bug immer noch existiert, müssen wir halt das Level neu machen. Bis zu diesem Punkt. Oh. Ja. Wie hast du das geschafft, den Bug zu machen? Ich weiß es nicht! So. Okay, Spiel geirrt. Will Meet. Oh ich Gott. Am besten nicht mehr so dicht an Wänden rangehen mit deinem Gewehr. Vor allem nicht mit Gegner dahinter sind.